Hey, hallo und herzlich willkommen zu dem Bewusstsein-Unbewusstsein-Orakel. Falls du das Orakel noch nicht kennst, dann darfst du jetzt für dich entscheiden, von diesen vier Stapeln, welche Stapel deine Bewusstseinsbereiche betrifft und welche Stapel deine Unbewusstseinsbereiche betrifft. Und das kannst du ganz frei entscheiden. Du kannst entweder sagen, ich wähle einfach den für mein Bewusstsein und die restlichen drei sind für mein Unbewusstsein. Oder du kannst auch 50-50 machen, also die einen zwei zum Beispiel für dein Bewusstsein, die anderen zwei für dein Unbewusstsein. Oder auch umgekehrt. Also fühl dich dort ganz frei in der Gestaltung von deinen Bewusstseinsthemen und auch von deinen Unbewusstseinsthemen. Und versuch zwischen diesen Bereichen, die in deinem Bewusstsein liegen und in deinem Unbewusstsein liegen, eine Verbindung zu machen, eine Brücke zu machen, wie das miteinander könnte in Relation stehen. Ich empfehle dir sehr, wenn du das Orakel schaust und wenn du das wirklich auch in der Tiefe innen möchtest schauen und auch möchtest verstehen, mitzuschreiben. Also hol dir Papier und Stift, schreib für dich jeweils mit, was in deinem einzelnen Stapel an Informationen vorhanden ist. Das hilft dir natürlich auch später in der Verarbeitung, die Brücke zu schlagen zwischen den Bewusstseinsbereichen und den Unbewusstseinsbereichen. Und manchmal ist es auch sinnvoll, das Video anzuhalten, wenn es hilft, dir eine gewisse Innenschau zu geben oder in einem gewissen Thema innen für dich selber auch noch tiefer zu gehen. Und natürlich, das Gute hier auf YouTube ist natürlich, dass du das Orakel so oft, wie du möchtest, kannst anschauen kannst. Und ich würde sagen, unter diesen Voraussetzungen werden wir jetzt hier gerade in diese Stapel einsteigen. Ich hoffe, du hast deine Auswahl gemacht. Ich werde von der Deutung her so vorgehen, dass ich hier anfange. Das ist für mich 1, 2, 3, 4. Und ich starte hier beim ersten Stapel. Okay, dann schauen wir doch mal, was hier auf dich zukommt bei diesem ersten Stapel. Was sind deine Themen? Luft, bewegte Veränderungen. Also bei diesem Kärtchen oder bei dieser Karte hier sehe ich, dass bei dir Veränderungen in Sicht sind. Es ist vielleicht im Moment noch so, dass du noch nicht ganz alles siehst, weil immer noch gewisse Situationen ein bisschen Wolken verhangen sind, dass es vielleicht auch noch ein bisschen bedeckt ist in gewissen Bereichen. Aber es läuft sehr, sehr tief in deinem Inneren. Deine Veränderung ist stark im Gang und auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du siehst noch nicht ganz alles, woher dass es dich mal bewegen, woher dass es für dich gehen darf, dann darfst du darauf vertrauen, dass gleich sehr viel los ist. Die geistige Welt ist stark bewegt, erregt durch deine Veränderung und das kann auch sein, dass du plötzlich in deinen Gedanken, in deiner Mentalität, also alles, was du im Mentalen wahrnimmst, merkst, dass dort eine Veränderung in Gang gekommen ist. Merkst, dass du vielleicht auch anders denkst über gewisse Themen, über gewisse Sachen, über Situationen, wo du das Gefühl hast, bis dahin habe ich ganz anders über gewisse Sachen und Situationen oder Themen gedacht. Und plötzlich kommt wie eine Veränderung. Also da möchte sich dir etwas öffnen und offenbaren. Und es geht wirklich auch darum, dass du die Geist noch mehr öffnest. Überprüf auch gut, wo gibt es vielleicht auch Themenbereiche in deinem Leben, wo du dich noch ein bisschen mehr öffnen, noch ein bisschen mehr dir zeigen und vielleicht auch die eine oder andere Kontrolle loslassen. Wo geht es wirklich darum, ins Empfangen zu gehen von deinen geistigen Kapazitäten und von deinen geistigen Qualitäten, weil das Luftelement möchte nicht beherrscht werden. Das ist nichts, was du kannst in der Hand haben kannst, wie die Zügel, sondern das ist etwas Durchdringendes, etwas, wo überall vorhanden ist, wo es eigentlich kein Entrinnen mehr gibt. Und so ist natürlich auch die Fragestellung an dich, gibt es vielleicht Themenfelder, wo du möchtest in der Hand haben und kontrollieren, wo du vielleicht auch möchtest davon entrinnen, weil das Element Luft verfolgt dich dort ewig und ständig weiter. Also es ist auch ein bisschen eine Thematik da dahinter, auch ausgehend von der Sommersonnenwende, wo wir im Moment kollektiv auch drin hocken. Wo gibt es vielleicht auch Themen, wo du davor rennst, wo sich dir etwas möchte offenbaren und zeigen und wo du vielleicht auch davor rennst aus Angst, ja, wo das Ego einfach eintritt und sagt, jetzt muss ich hier davor rennen oder Fluchtmodus aktivieren, wo es eigentlich um eine Offenbarung von einem Thema für dich geht, wo du in einen tieferen Frieden kannst kommen, in einen tieferen Frieden mit dir selber, in einen tieferen Frieden mit deinen Mitmenschen. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du eben gerade, weil du diesen tieferen Frieden nicht kannst annehmen und eben ein bisschen versuchst, von dem wegzurennen,
dass es innere Unruhe und Antriebe sind, immer wieder in dir inne eine Nervosität tut, verursachen. Und gleichzeitig ist die Lösung aber auf das, im Stehen, das so gut wie möglich anzunehmen und auch zu schauen, wo die Integration von diesem Frieden, von dieser Veränderung in dich möchte reinfliessen und wo du dich noch kannst öffnen im geistigen Bereich, damit wirklich der Frieden dich kann durchdringen, damit die Unruhe, die vielleicht auch in deinem Inneren noch brodelt, dass dort wie so kann, ganz viel Ruhe, ganz viel Stille und Zen-Bewusstsein zu dir kann kommen. Und das ist etwas, was sich da wie so ein bisschen anbahnt und sich dir möchte zeigen. Wir schauen weiter, was da zu dir kommt. Und wow, wie schön. Brilliance, discover your sparkle. Ja, ich glaube, es kann dir vielleicht helfen, weil wir hier auch wiederum die Wiederholung haben von diesem Blau, wenn du dir immer wieder mal visualisierst, wie das ist, wenn das, was in dir eindringt, was auch immer das mag sein, das sind neue Ansichten, neue Themen, neue Meinungen, ein neues Bewusstsein, das sich dir möchte öffnen, wenn du das dir vorstellst, wie als wäre das ein Wasserfall, der über dich ergossen wird. Und dass du dem Wasserfall vollkommen kannst vertrauen, dass du deinen Gefühlen, die hier dabei aufkommen, vollkommen kannst vertrauen. Und dass das etwas wird sein, das dich am Schluss, wenn du durch diesen Prozess gewandert bist, in eine tiefere Klarheit, in eine tiefere Selbsterkenntnis von dir selber wird führen, aber letztendlich auch, dass es in deinem Wesen, in dem, wer du bist, weil du dich wahrhaftig auch geöffnet hast für das Neue, das du kommen möchtest, viel mehr Tiefe hast können erfahren. Ja, und da kommt noch das Element Wasser dazu, neben Luft. Also das heisst, es kommt wirklich auch in Fluss. Du wirst Klarheit können erfahren in Bezug auf deine Emotionen. Du wirst durch das einerseits geistige Klarheit haben, aber du wirst auch in den Gefühlen in der Klarheit haben. Und das kann sein, dass das in dem Moment, hier in der ersten Phase, innerlich eben wirklich noch so ein bisschen wie ein Stau ist, weil eben die Wolken hier vielleicht noch ein bisschen dazu beigetragen haben, weil hier noch wie etwas verschlossen ist und weil es auch darum geht, dass du wieder durch in Fluss kommen, in Fluss vom Leben. Überprüfe auch in deinem Leben, wo sind gewisse Themen, Lebensthemen von dir, möglicherweise Gestalt, wo du nicht hinschaust, wo es nicht in die Tiefe gehen bei dir und wo sich dein System, deine Energie dann noch sich wie sehnt, dass es mehr Tiefe geben darf. Wo es auch darum geht, dass du dann eben durch das Erlangen und Zulassen von diesen Energien, von diesen Veränderungen, wirklich auch in ein neues Bewusstsein und in eine neue Tiefe von dir selber kannst eindringen. Also es hat auch ganz viel mit einem neu gewonnenen Selbstbewusstsein zu tun, aber auch mit einem neu gewonnenen Selbstvertrauen. Also ich habe beides hier sehr gut vorne. Und dass Stauungstendenzen, die in deinem System vielleicht auch vorhanden waren, wo du einfach nicht hast können loslassen oder die öffnen, dass das wirklich aufgehen darf, weil du das Vertrauen gefunden hast in deine geistige Führung, in deine höhere Führung, weil du das Vertrauen gefunden hast in deine Seele, überhaupt in das grössere Ganze, das uns führt und leitet und somit der Lebensfluss wieder aktiviert werden kann. Das ist ja sehr ein gutes kollektives Thema, das im Moment aktuell auch abläuft, weil wir so ein bisschen in die Quarantäne, in Zwangsstillstand geführt worden sind. Im Zuge von der Corona-Krise hat das bei sehr vielen Menschen zu Stauungsprozessen geführt. Einerseits ist das sehr gut gewesen, um Innenschau zu halten. Andererseits drängen die Energien jetzt wieder so ein bisschen auf, dass sie dürfen in Fluss kommen, dass jeder seinen Fluss vom Leben wieder dürfen erreichen. Und so auch du. Also das ist etwas, was sich dir hier möchte zeigen. Wir schauen weiter, was kommt hier vom Tarot auf dich zu. Ja, da haben wir 4 von den Münzen. Und wir haben hier, oh, wir haben den Wagen, wow. Also 4 von den Münzen. Typische Karte und das Beispiel, dass du festhaltest. Du haltest an gewissen Sachen fest. Du bist verbissen, möglicherweise auch in gewissen Themen. Und es gibt Themen vielleicht von Geiz, wo du nicht loslassen kannst. Oder wo du einfach eine gewisse Energie in dir angesammelt hast, wo du eben möchte freigelassen werden. Und es geht ums Freilassen und ums Öffnen von deinen Gefühlen. Hahaha! Wie hätten wir es auch anders? Es geht um die Öffnung vom Herzchakra.
Und dass du, wenn du dich öffnest, deine Gefühle öffnest, und ich weiss, das ist nicht ein Prozess, den man nur mit dem Kopf machen kann, mental, sondern es ist wirklich auch etwas, das in die Gefühle übergehen darf, dass dann wirklich dir sich wie ein Paradies kann öffnen in dir innen. Und dass du wie Zugang wirst bekommen zu einer ganz anderen Wahrnehmung von der Wahrheit und auch von der Realität, dass du ganz einen anderen Bezug wirst bekommen zu der Natur. Und dass du innerlich kannst anfangen zu strahlen, dass dein Herz kann anfangen zu strahlen und dass du das kannst anfangen zu ausdrücken, was in deinem Herz innen ist. Also das ist das, was ich vorher auch gesagt habe. Es ist geistige Klarheit, aber es ist auch in den Gefühlen innen eine Klarheit zu bekommen. Du bist in einem Wandel, du bist in einer Metamorphose und hab Vertrauen, dass das, was sich dir möchte öffnen, was sich dir möchte zeigen, dass das etwas ist, wo dich in eine Richtung wird führen. Und es geht auch ganz fest um Hingabe, also dass du dich hingibst an dein eigenes Leben, dass du dich auch wie unterordnest an die höhere Führung, damit du eben durch Hingabe die Liebe kannst erfahren, die im Kosmos für dich da ist und wo dich innerlich reich möchte beschenken. Also der Richtung von der Erde, von deinem Leben auf der Erde, kannst du erst empfehlen, wenn du loslässt. Ja, du musst da wie einen kleinen Sprung machen ins Unbekannte, wo vielleicht auch mit Ängsten verbunden ist, um dich können zu öffnen für etwas viel Größeres. Und das wird hier nochmal bestätigt mit dem Wagen. Hier möchte richtig ordentlich viel Fahrt aufkommen. Und es möchte sich dir wirklich etwas Neues zeigen. Eine neue Kraft, eine neue Energie. Vertrau auf dein Leben. Vertrau auf deine überlebenssichernden Möglichkeiten, die sich dir werden eröffnen, wenn du diesen Weg gehst. Hier geht es auch ein bisschen darum, Mut fürs Risiko einzusetzen. Ja, vielleicht gibt es beim einen oder beim anderen die Möglichkeit, wirklich auf seine Urinstinkte, auf sein Urvertrauen zu vertrauen und vielleicht ein Risiko einzugehen, im Wissen darum, dass du dann später reicher wirst, rausgehen. Also die Karte 4 von den Münzen ist einerseits eine Karte, die im Negativen dir anzeigt, dass du dich nicht hinreichend öffnen, aber gleichzeitig, wenn du dich geöffnet hast, dass du dann ganz reich beschenkt wirst, können daraus rausgehen. Und das ist jetzt im Moment wie ein Prozess, der für dich ansteht, wo nochmal eine Öffnung möchte kommen. Und gang ins Urvertrauen von deiner Basis. Ja? Verbinde dich mit der Mutter Erde und lass die Zügel frei, dass hier der Wagen mit den Rössern, die hier vorne dran gespannt sind, dass der wirklich lostraben, losgaloppieren für einen neuen Moment, der sich dir möchte offenbaren. Wir schauen noch, was für dich kommt von der Achtsamkeitskärtchen. Achtsamkeitsreminder. Schaffe dir einen kleinen Achtsamkeitsreminder. Das kann ein schönes Sticker auf dem Badezimmerspiegel sein, eine kleine Buddha-Figur auf deinem Schreibtisch, eine schöne Postkarte an der Wand. Immer wenn du diesen Gegenstand anschaust, halte kurz inne, atme durch, lehne dich zurück und genieße diesen Augenblick. Genau, und das kann vielleicht auch einfach ein Reminder sein für dich zum Loslassen, habe ich das Gefühl. Es hat etwas mit Achtsamkeit zu tun, deine Bewusstheit ganz bewusst auf das zu lenken, wo verkrampfst du dich, wo gehst du da wieder in ein Halten hinein, in ein Verbissensein, in ein Klammern, in eine Geiz möglicherweise oder auch in eine Gier, das können beide Aspekte von dem sein. Und wo geht es einfach darum, ins Vertrauen zu gehen, vom grossen Ganzen, vom Universum, dass du kannst empfohlen und dass du viel mehr kannst empfohlen als das, was du jetzt bereits schon hast. Also ist es eigentlich ein Loslassen, um zu empfohlen. Das ist ja sehr schön, oder? Tolle Energie. Wir gehen weiter zum zweiten Stapel. Das ist das da hier. Und wir schauen, was sich da vorgenommen hat für dich. Wow, Mireille Rose. Liebe ist die Antwort auf alle Fragen. Ja, wunderschön. Es geht darum, dass du dich noch mehr mit der Liebe umgehst, noch mehr mit der Liebe beschäftigst. Dass du dir einen liebevollen Raum schaffst, wo du ganz und gar die Gefühle von der Liebe kannst spüren. Ich spüre auch Gefühle von der Romantik, die so wichtig sind für dich. Und dass das etwas ist, wo du unabhängig vom Aussen kannst machen für dich. Immer wenn du die Liebe vom Aussen erwartest, von einer Person oder von einem Menschen, dann weißt du, dass du dir eigentlich selber die Liebe dürfst geben. Also Selbstliebe ist das Wichtigste eigentlich, was wir uns Menschen geben können. Und gleichzeitig auch das, was uns in unserer Bewusstheit und auch in unserer Liebesfähigkeit wachsen lässt. Und es geht auch darum, Liebe zu erfahren im Alleinsein.
Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das ist etwas, wo wir ganz schlecht können, in unserer Selbstliebe innen uns aufrechtzuerhalten. Selbstliebe hat übrigens ganz viel mit Selbstständigkeit zu tun. Und Selbstständigkeit hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und bei dir geht es darum, dass du noch mehr in deine Selbstständigkeit, in deine Selbstverantwortung und somit in der Folge auch in deine Selbstliebe kannst kommen. Du musst oder kannst oder darfst nur für dich allein schauen. Es gibt eigentlich niemandem oder niemand, für den du kannst schauen kannst. Jeder hat für sich selber die Verantwortung. Und so oft delegieren wir die Verantwortung an andere Menschen, weil wir das Gefühl haben, dass wir bedürftig sind oder weil wir effektiv energetisch bedürftig sind und deswegen uns die Liebe vom Aussen holen. Und das kann jenste Formen annehmen. Das hat mit Liebesabhängigkeit zu tun, das hat mit Abhängigkeiten von allerlei verschiedenste Instanzen zu tun. Und wenn deine Liebe zu dir selber stark und stabil ist, dann kannst du die aus dir allein nähren und kannst dir alles geben, was du brauchst. Und so ist es für dich jetzt wie auch an einer Zeit, dass du dir einen romantischen Moment machst, dir dein Umfeld, deine Umgebung, wo auch immer du dich aufhaltest, schön dekorieren, schön gestalten, dass es liebevoll ist, dass es Wärme abstrahlt, dass es dich umhüllt und dass du dich innerhalb von diesem Raum auch vollkommen aufgehoben und wohlfühlst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und du wirst merken, wenn du dir diesen Raum aufbaust, dass das Feld von der Liebe, die du dir selber erzeugt hast, so viel Energie wird an dich abstrahlen, dass andere Lebensthemen von dir automatisch beantwortet werden. Und das ist ja etwas ganz wunderbar. Also ist das wie so der erste Baustein von allem, die Liebe, ja, um auf anderem aufzubauen oder für anderes dann Antworten zu finden. Wir schauen weiter, was da dazu kommt. Da kommt Azur dazu. Protect yourself. Ein bisschen ähnlich wie hier mit der Luft. Also es geht auch darum, eine sinnvolle Abgrenzung zu machen, dass du die Azur-blaue Farbe wie auch um dich herum visualisierst, weil es gibt dann auch die perfekte Hülle vom Schutz in der azurblauen oder saphirblauen Sphäre sind wir immer vollkommen geschützt. Darum ist ja der Himmel also saphirblau, azurblau, weil das eine Schicht ist, die uns einfach auch schützt vor der Unwirtlichkeit einerseits vom Leben, das wir auch haben können, aber auch von der Unwirtlichkeit vom Weltall. Und das ist so wie eine Atmosphärenschicht, wo du für dich selber kannst um dich herum aufbauen, indem du dir das visualisierst, damit eben die Energie von der Liebe, die du da aufbaust in deinem eigenen Umfeld, bei dir bleibt und nicht verpufft nach außen. Und eben, wie ich es gesagt habe, es wird dann an dich zurückreflektiert. Es wird in eine viel, viel tiefere Energie hineingehen. Und es geht darum, dass du die somit von deiner eigenen Liebe kannst nähren und den Schutz oder die Schutzhülle von dem Azurblau, wo um dich herum ist, das wiederum kann zurückreflektieren auf dich. Und du wirst dann so ein inneres Wachstum können anregen bei dir, wo ganz stark deine Liebe, deine Selbstliebe anregen. Und durch das, dass deine Selbstliebe angeregt wird, wird automatisch auch deine nächste Liebe angeregt und gefördert. Das ist etwas Wunderschönes, oder? Und bevor du überhaupt irgendjemand anders im Aussen in der Wahrhaftigkeit kannst lieben, ist es ja immer auch so, dass du dich selber zuerst darfst lieben. Also geht es auch darum, deine eigene Basis mit Liebe zu versorgen, wo du dir selber gibst. Und wenn die Basis stark genug ist und fähig ist, die Liebe auch in einem gesunden Rahmen nach außen abzugeben, kann er auch ganz viel Nahrung an andere Menschen, Mitgefühl an andere Menschen von dir auch weitergeben werden. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Aber so oft erleben wir das, dass wir nur sehr ein vages Bild von der Liebe haben. Und an dem ist nichts zu kritisieren. Ich meine, das ist ein energetischer Umstand. Und wir wachsen ja ständig in dieser Liebe. Und durch die vage Selbstliebe kann es dann zu einer grossen Wackelei kommen, auch im Aussen. Und genau um das geht es. Es soll nicht mehr wackeln, es soll stabil sein, dass du bei dir kannst sein kannst, dass du dich selbst versorgst, bevor du andere versorgst. Und das ist für dich hier im zweiten Lernstapel eine Aufgabe, die sich dir zeigen möchte.
Wir schauen, was kommt aus dem Tarot zu dir. Wow, da kommt der Magier und die Königin von der Münze. Ja, mit dem Magier sehen wir, es geht wirklich um Selbstermächtigung, dass du dich selber ermächtigst. Und das setzt natürlich voraus, dass du in dir innen stark wirst, so wie ich es bereits vorher schon gesagt habe. Und wenn du in dir innen stark geworden bist, dann kannst du dein Wissen auch anderen Menschen weitergeben. Und erst dann, nicht vorher. Also das heisst, es gibt da noch gewisse Lernschritte zu machen, die für dich anstehen, die für dich wichtig sind und wo du auch spirituellen Unterricht bekommst. Einerseits im Aufbau von diesen energetischen Phänomenen, weil das ist etwas ganz Typisches für einen Magier, oder? Er ist geschult in dem, dass er Energien wandeln kann, Energien verändern und die auch in Form bringen kann, weil er alle vier Elemente beherrscht. Und dann kann da wie auch bei dir ein Weitergehen stattfinden und auch ein Wachstum stattfinden. Es geht also für dich auch darum zu schauen, wo bist du der Schüler, wo gehst du vielleicht zu einem Magier oder zu einer Magierin in die Schule und wo bist du der Lehrer. Aber die Lehrerrolle, habe ich hier das Gefühl, kommt erst später. Und ich habe auch ganz stark das Gefühl, dass die ein ganz starkes Liebesband verbindet zwischen der Person, die dich lehrt und unterrichtet und zwischen der Person, wo du wirst lehren und unterrichten. Also das ist auch etwas, was aus der tiefsten Liebe ausgeboren wird, weil Liebe ja letztendlich auch die stärkste Energie ist, die der Magier beherrschen kann. Und der Magier in seiner gelüterten Form ist in einer Selbstermächtigung, wo er seine Fähigkeiten zum Wohl des Ganzen einsetzt. Und eben nicht durch Manipulation. Das ist die ungelüterte Energie des Magiers. Je nachdem auch Manipulation stattfindet. Und da habe ich auch das Gefühl, dass sie vielleicht möglicherweise noch karmische Themen, wo es vielleicht noch ein bisschen aufzulösen geht oder wo es eben noch zu transformieren geht, durch Liebe, durch Selbstliebe und durch die Magierenergie, dass du dann vollumfänglich kannst in die Energie von der Königin von der Münze kommen oder als Mann, als König von der Münze. Das heisst, verbunden mit dieser ganz starken Energie, von der Sensitivität, von der Hellsichtigkeit. Da ist so viel Magie drin enthalten für mich. Von ganz viel tiefe Medialität, dass du durch das deine eigene Wert entdeckt hast und so auch zu einer ganz tollen Frau oder zu einem ganz tollen Mann geworden bist, wo sein Handwerk vollkommen beherrscht. Und zwar das Handwerk von der Liebe, das Handwerk auch vom eigenen Selbstwert anerkennt und integriert zu haben und in dem vollkommen aufgehst und auch ganz viel Trost und ganz viel Mitgefühl anderen Menschen kannst spenden. Wow, sehr schön. Also wirklich etwas, das noch so ein bisschen nach Befreiung wartet. Und doch und weg damit. Lass heute ein paar Erinnerungen in Form von Gegenständen oder Kleidern los. Entrümple deinen Schrank, die Altkiste mit Krimskrams oder was du noch so alles findest. Trenne dich bewusst von Dingen, die du schon lange nicht mehr getragen oder benutzt hast. Du wirst sehen, wie befreiend das wirkt. Also es geht auch noch um eine Lüterung hier bei dir, wo ich eben wie auch hier vorher schon gesagt mit dem Magier ein bisschen in die Richtung geht, wo du noch von gewissen Sachen loslässt, zugunsten von deinem eigenen Fortschritt, zugunsten von deinem eigenen Wachstum. Und wo es auch darum geht, deine Spiritualität, deine Energie bewusst zu lenken. Und mit bewusst lenken ist auch gemeint, auch wenn es auf Energie bezogen ist, Materie ist ja letztendlich auch nichts anderes als verdichtete Energie, dass du dich dort vielleicht möglicherweise auch von Sachen trennst und löst, die du nicht mehr brauchst und die dir nicht mehr länger dienlich ist, weil du in deiner Energie gewachsen bist, weil du Unterricht bekommen hast in der Liebe. Und aus diesem Grund kannst du dich sehr wohl trennen von Sachen, die nicht mehr zu dir gehören, die keine Bedeutung mehr haben zu dir. Und somit auch Platz schaffst für Neues, weil der Magier, der möchte dir ganz viel Neues an die Hand geben, das mit der Liebe zu tun hat. Und es braucht einfach Raum. Du musst dich ausdehnen, für dass du in deiner Selbstliebe wachsen kannst. Also wenn du dir diesen Raum schaffst, und das ist physisch sowie energetisch gemeint, kannst du da auch wirklich zu dieser Königin von der Münze werden, die in sich ihren Selbstwert gefunden hat, die weiss,
was ihre Quelle von der Weisheit ist. Ja, also die stottert hier nicht mehr im Zeug rum, sondern die weiss, was ihre Quelle von der Weisheit ist und wo sich die Quelle von ihrer persönlichen Weisheit befindet, nämlich in ihrem Inneren und sicher nicht im Aussen. Und somit auch die Anbindung kannst du machen als Göttliche, als Geistige. Und das ist ja sehr schön. Und darum geht es auch darum, hier noch ein bisschen aufzuräumen. Wir gehen weiter zum dritten Stapel. Was zeigt sich hier? Oh, Nebel. Es gibt Unklarheiten. Warte ab, bis sich der Nebel lichtet. Ist ja ein bisschen ähnlich wie hier. Hä? Ich empfinde es nicht nur negativ. Es ist etwas ähnlich wie hier. Aber im Gegensatz zu hier empfinde ich, dass es bei dir vielleicht auch noch mit Blockaden zu tun hat oder zu tun hat, wo du im Moment am Lösen bist. Und die Lösung, die braucht einfach auch noch Zeit. Es ist wie auch ein Moment von der Heilung. Und während dem Moment von der Heilung hat die geistige Welt die so wie in Wattennebel eingepackt. Ist das nicht schön? Um einfach die auch ein bisschen zu schonen und zu schützen, dass du nicht zu stark exponiert bist gegenüber Energien, die dir nicht gut tun. Und durch den Wattennebel, der ja gleich auch durchlässig ist, strömt einfach ganz, ganz viel Liebe zu dir, viel Wärme. Also die geistige Welt schaut auch, dass es dir gut geht, dass man liebevoll mit dir umgeht, weil du ja im Moment so in einer starken Transformation inne bist. Und das ist gut so. Lass es solo wirken. Lass es solo sein. Es gibt im Moment dort nichts zu machen. Statt einfach die Wärme anzunehmen, die Situation so anzunehmen, wie sie im Moment ist. Und die Heilung auch so zu laufen, wie sie im Moment ist. Und vielleicht freust du dich auch schon auf den Herbst. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo dir auf den Herbst hin besser wird werden, weil einfach im Moment noch so eine tiefe innere Heilung angesagt ist und noch so eine tiefe innere Bewusstwerdungsprozesse, habe ich das Gefühl, wo ganz vieles, was im Unterbewusstsein lange Zeit geschlummert hat, wie so als an Vordergrund tritt. Und das ist etwas, das bewusst möchte verarbeitet werden, wo auch Zeit braucht, wo Energie braucht von dir, dass du das gänzlich kannst annehmen. Also hab da nicht irgendwie Stress, dass das jetzt hopp hopp und schnell schnell muss gehen, sondern lade die Zeit, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Energie zum Transformieren. Wir schauen weiter. Wow, da kommt Plum. Overcome your challenges. Ja, es hat wirklich mit dieser starken Energie zu tun, aus der geistigen Welt, die zu dir kommt. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, es sind so wie Blockaden herum. Und lass die Energien aus dem Kosmos für dich wirken. Lass die geistige Energie wirken, die göttliche Liebe, die für dich da ist, damit sie in dir innen deine Weisheit aktivieren kann. Damit du aber auch wirklich ein Bad kannst nehmen in dieser göttlichen Liebe, in diesem allumfassenden Bewusstsein, in diesem Bewusstsein von deinem höheren Selbst, in diesem Bewusstsein von dem, wer du in Wahrheit bist. Auch wenn du im Moment gar nicht weißt, wer du bist, es spielt überhaupt keine Rolle, weil du in einer Reset-Phase bist. Und durch das Reset kommt automatisch wie eine neue Orientierung und eine neue Struktur, die sich dir möchte zeigen. Also du bist gerade dran, dich wie so zu bündeln und neu zu ordnen. Und es ist etwas sehr, sehr Heilsames und es ist etwas, das sehr tief wird gehen oder sehr tief wirkt. Darum auch hier nochmal einmal mehr, hab keinen Stress, es braucht alles seine Zeit und lass wirklich die Heilung wirken, sodass sie wirken kann. Also Zeit heilt ja bekanntlich auch sehr viele Wunden und Blockaden. Und es ist so gut zu wissen, dass wir so viel gar nicht machen müssen, wenn wir darauf vertrauen dürfen oder wenn wir das Niveau an Bewusstheit erreicht haben, dass wir gar nicht so viel machen müssen, sondern in uns innen auch können und dürfen spüren, dass wir richtig sind, indem wir Zeit wirken für uns. Das ist ja auch eigentlich schön, oder? Weil Zeit heilt effektiv auch. Und das ist auch etwas sehr Wertvolles. Und es hat ganz stark auch mit dem Ankurbeln von deiner inneren Weisheit zu tun, dass du
die Weisheit, die du in dir innen hast, später auch zu einem Zeitpunkt kannst nach außen tragen. Wenn auch immer das wird sein. Sehr wahrscheinlich, wenn du hier aus dem Nebel draußen bist. Dann wird es ganz klar sein und dann wirst du dich selber auch wieder ganz klar sehen. Auch wenn du im Moment das Gefühl hast, ich sehe mich nicht so klar, ich weiß nicht so, wer ich bin. Es wird die Klarheit kommen, aber im Moment ist das wie noch nicht das Thema. Und was dir hilft, diese Situationen so anzunehmen, wie sie ist, ist, indem du sie akzeptierst. Akzeptierst. Versuch es nicht anders zu sehen. Versuch es nicht irgendwie zu verrücken oder zu verschütteln oder die Sachen anders zu haben, nur weil dein Kopf oder dein Ego dir sagt, du möchtest es gerne so und so haben. Sondern lass einfach so wirken, wie es eben ist. Wir schauen aus dem Tarot, was zu dir kommt. Wow, der Hierophant! Wow, und da kommt noch das Ass der Stäbe. Ein bisschen ähnlich wie hier oben, merke ich auch. Aber hier geht es wirklich auch nochmal um eine geistige Führung. Also deine geistige Führung hat dich im Auge. Du wirst gesehen. Und bei dir, habe ich das Gefühl, im Gegensatz zu hier, bist du bereit schon zu diesem Meister, zu dieser Meisterin geworden. Und du wirst von der geistigen Welt beobachtet, wie du hier mit diesen Erkenntnissen, die du bereits schon in dir gewonnen hast, mit diesen Fähigkeiten, die du dir bereits schon erarbeitet hast, wie du mit dem umgehst, ob du verantwortungsvoll mit dem umgehst. Das hat mit Selbstverantwortung hier auch sehr fest zu tun. Ob du aus deinen Lernaufgaben gelernt hast und ob du die Prüfung hier auch richtig absolvierst. Und es kann sein, dass da wirklich noch einige Prüfungen an dich herkommen, aber überhaupt nicht negativ, sondern wirklich auch mit sehr viel Unterstützung und mit sehr viel Begleitung aus der geistigen Welt. Und ich habe schon das Gefühl, dass du das relativ gut meisterst, weil du da im Vertrauen innen bist. Und ich meine, es ist ja nicht so einfach, Blockaden müssen zu lösen oder innere Sachen müssen zu lösen und gleichzeitig im Vertrauen innen zu sein. Dort haben ja die meisten Leute eine Krise, oder? Aber du bist schon so weit. Du hast da den Hierophant an deiner Seite und du bist in der Position, dass du die Selbstverantwortung für dich an die Hand genommen hast und dass du durch deine Einsichten, die du gewonnen hast, durch deine vergangenen Prozesse, die du gehabt hast, schon sehr, sehr weit gekommen bist in deiner persönlichen Entwicklung. Und das ist etwas Wunderschönes. Du hast es auch geschafft, hier mit dem Ass von der Stäbe all deine geistigen, spirituellen Entwicklungsschritte wahrhaftig können zu erden. Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Was nützt dir das, wenn du geistig die schönsten und die erleuchtendsten Momente hast, wenn du Erleuchtung erfahren hast? Ja, hier mit dem Stab ist ja auch immer eine Karte von der Erleuchtung, die sie ja hier im Übrigen auch in der Hand hat. Und was nützt dir das, wenn du das nicht kannst erden? Also du hast hier bereits schon den Aufstieg gemacht nach oben und kommst nach oben, kommst steigend durchab. Also du bist hier bereits auf dem Nebel auf der Nebelobergrenze gesehen, hast du bereits schon in das Nebelmeer hineinschauen. Und du kommst jetzt herab. Es ist ein Abstieg von der Hohepriester-Energie, also von der Energie vom Hierophant. Wie toll ist denn das? Der Hierophant, der spirituelle Lehrer, hat sich geerdet. Der hat sich inkarniert. Du hast dich inkarniert. Du bist zum spirituellen Lehrer geworden. Und siehst du, die Frau, die hier noch den blauen Stab trägt, mit dem blauen Kleid, das bist du. Du hast deine Spiritualität können erden. Und das ist etwas sehr Schönes. Und es wird nicht mehr allzu lange gehen und du wirst können das an die Menschen tragen oder an die Menschheit tragen, vielleicht sogar für den einen oder für den anderen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes und ich finde das etwas ganz Bezeichnendes und auch wirklich etwas sehr Wichtiges, weil es ist nicht selbstverständlich. Sehr häufig haben wir nicht die Möglichkeit, die Sachen, die wir im mentalen Verstanden haben, im geistigen Verstanden haben, real auf die Erde zu bringen. Und Rot ist jetzt halt einfach auch die Farbe von der Verwurzelung, von der Erdung, vom Wurzelchakra. Und es ist auch die Farbe von der Liebe. Du machst es mit der Liebe. Und das ist ganz entzückend. Also das bezaubert mich gerade, das zu sehen. Wir schauen, was hier das Kärtchen sagt. Choose happy. Ja, ganz einfach. Ich glaube, du darfst happy sein. Auch wenn du hier im Moment noch stark am Heilen und am Lösen bist. Aber ich glaube, auch wenn es im Moment vielleicht noch ein bisschen schwierig ist oder du noch tief in dir arbeitest, ich glaube, du darfst zufrieden sein und du darfst glücklich sein mit dem, was du geschafft hast. Also ich meine, das ist ein Riesenweg, den du hier geleistet hast, auch mit diesen starken spirituellen Energien. Und ich glaube, du kannst wirklich glücklich sein. Wir schauen in den vierten Stapel rein. Das ist ja wieder mal ein wunderschönes Orakel. Ich hoffe, dir gefällt es auch bis jetzt. Herbst. Jetzt ist die Zeit, das Alte loszulassen. Ja, ein Prozess geht zu Ende. Wir sind im Sommer auch schon ziemlich stark am Hinsteuern auf Altweibersommer,
auf den Abschluss von der zweiten Hälfte von der Sommerzeit und es geht nicht mehr zu lang. Also das heisst, in einem Monat, mehr oder weniger knapp in einem Monat, haben wir schon wieder Ende Sommer und es ist Zeit, jetzt spätestens auch nochmal zu rekapitulieren, was du in diesem Jahr alles bereits schon erreicht hast. Was war alles gewesen, um einfach auch nochmal so wie eine Konsolidierung können zu machen, eine Konklusion können zu machen. Was hast du alles erreicht, woher geht es und was kannst du wirklich auch loslassen? Was darf in einen Verwertungsprozess gehen, wo es wie ein Recycling auch gibt bei dir, oder? Und wo du dich auch wieder ein bisschen noch mehr darfst in eine Phase vom Rückzug begeben, dass du alles loslässt und indem du deine Identität neu formatieren kannst, weil du eben alles losgelassen hast und weil du eben bereit bist, einen Teil von dir abzustreifen, der nicht mehr zu dir gehört. Ja, du bist gewachsen in der Vergangenheit und dein Wachstum möchte honoriert werden, indem du loslässt. Also auch hier ein bisschen ähnlich wie hier. Es geht darum, Raum zu schaffen, aber ein Raum, der wirklich einfach Schluss macht mit unseren Umständen auch. Nicht nur mit Kleidern wegzuräumen, sondern wirklich auch Situationen verlässt. Vielleicht auch Menschen verlässt. Um einfach wirklich können, die Weg weiterzugehen. Und wir schauen, was da noch dazu kommt. Wow, da kommt Black. Find richness from the dark night. Ja, nicht so einfach. Die dunkle Nacht der Seele. In der Schau zu halten in deine eigenen Schattenthemen, lautet dort das Motto. Und währenddem, dass du deine eigenen Schattenthemen anschaust, was ja im Übrigen auch ganz ein ganz starkes Thema ist vom Herbst, die dort drinnen nicht zu verlieren und das Licht am Horizont trotzdem zu sehen und die auf das zu fokussieren. Und dass du den Schatten genauso auch kannst annehmen und kannst umarmen, dass er da ist. Und dass die Depression oder die Trauer, aber wirklich habe ich das Gefühl, die Depression, dass das auch ein Teil ist von diesem Lichtspiel auf der Erde. Zur Liebe gehört immer auch alles andere dazu. Und zum Licht gehört immer einfach auch der Schatten dazu. Und es ist so wichtig, sich auf das einzulassen, weil du dann nur glütterter und gestärkter kannst das Bewusstsein und das Potenzial vom Licht und von der Liebe erfahren. Also nimm es an als einen Prozess, der dich in deine Ganzheit wird können führen kann. Der dich auch mit ganz tiefem Schmerz, ganz altem Schmerz, spüre ich auch, wo deine Seele vielleicht auch noch in anderen Inkarnationen erlebt hat, jetzt bereit ist, frei zu geben. Im Sinne von loslassen. Und sehe es auch als eine Art Kompostierungsprozess an, dass du aus dem alten Schmerz glütterter wirst du rausgehen. Also du wirst das können verwandeln. Das ist wie eine Transmutation, ein alchemistischer Prozess, der stattfindet, wo du aus etwas, was sehr schwer und zehrend war, noch etwas Goldiges wirst du daraus gewinnen und machen. Das ist nicht nur einfach ein Teuf, wo es jetzt halt einfach mal so ist, sondern da ist etwas viel Reicheres für dich auch vorhanden, wenn du wirklich dich auf die Alchemie von dieser dunklen Stunde auch darauf einlassen. Wie spannend. Ganz spannend. Und das auch kannst erkennen. Wir schauen, was kommt vom Tarot für dich. Wow. 7 von den Kelchen. Kronenchakra-Energien. Es geht darum, nicht mehr irgendwelchen Illusionen nachzuhängen. Ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein. Und auch zu schauen, wo hast du irgendeinem Ideal nachgehängt? Oder bist du irgendeiner falschen Tugend gefolgt, wo gar nicht mit dir zu tun hat. Weil du einfach das Gefühl hast, du müsstest an dem irgendwie noch festhalten. Und da hinten sehen wir ja so ein Schloss. Und da habe ich wie das Gefühl, hast du eine Illusion dir aufgebaut, der du jetzt wie bereit bist, ins Gesicht zu schauen und zu erkennen, dass das nichts mehr mit dir zu tun hat. Und das macht weh. Das macht hier nochmal die dunkle Nacht der Seele, die Dunkelheit. Und das kann auch Ängste verursachen. Verwirrung, Illusionen. Weil gewisse Illusionen einfach zerplatzen. Und das ist ein Prozess von der Heilung. Und es ist auch ein Prozess von der Trauer. Weil sich die Depression eben löst. Weil sich die Illusion löst. Und weil du erkannt hast, dass es sich nicht mehr lohnt, dem nachzuhängen. Also,
auch ein Glaubensmuster oder ein Glaubensthema, wo du das Gefühl hast, du kannst dem hinten nachgehen, das lohnt sich nicht mehr. Ja, weil mit 7 von den Kelchen merken wir ganz klar auch, dass die Glauben sich verändern. Die Glauben möchten eine neue Transformation erfahren, wo du freudvoller kannst durchs Leben gehen. Und nicht so schwer. Es ist so schwer, die Energie hier. Und wir schauen, was da noch dazu kommt. Und wow, da kommt die Welt dazu. Schau, das ist hier das Licht, der Stern. Da kommt die Welt dazu. Es gibt eine Essenz, Heaven's Door Essence, Sternschnuppennacht, wo dir hier dabei vielleicht auch helfen kann, wo dir helfen kann, deine eigene Welt dir aufzubauen, jenseits von diesen Illusionen. Es geht darum, dass du dir selber lernen treu zu sein, wo du vielleicht in der Vergangenheit nicht so gemacht hast, weil du dieser Illusion oder dieser falschen Tugend nachgehangen bist. Und jetzt ist es wie eine Wiedergeburt von deiner Persönlichkeit, wo du dich in einem ganz reinen, schillernden, weiß satinierten Licht wirst können sehen. Das ist wie Seide. Das ist wirklich wie eine Neugeburt. Wiedergeburt. Und es ist etwas ganz Besonderes. Eher das, aber eher auch die Trauer, eher auch das, was nicht so gut gelaufen ist, im Wissen darum, dass es dich hier einfach auf ein völlig neues Ziel wird hinführen wird. Ich habe das Gefühl, das ist ein Prozess, der bei dir noch wirklich den ganzen Herbst wird andauern und wo sich erst so im neuen Jahr, im Januar, wird zeigen, wo das du stehst. Deine Karte aus dem Achtsamkeitskärtchen. Do what you love. Und mit dem ist gemeint, mach das, was dir hilft, dich selber zu lieben. Was dir hilft, bei deiner eigenen Wahrheit zu bleiben. Und dich nicht zu verleugnen für Sachen, wo es nicht wert sind, hinten nachzurennen. Also gerade mit diesen 7 von den Kelchen sieht man so fest, dass du einer Illusion nachgegangen bist. Und mach das, was dir hilft, deine Eigenliebe zu stärken. Was dir hilft, die Grazie, die Würde von dir selber wieder zu erlangen, um hier ganz aufrecht deine Wiedergeburt einzuläuten. Mit 7 von den Kelchen sehen wir, dass du eigentlich auf dem Boden liegst. Ja, da ist etwas wirklich gestorben oder ist am Sterben. Es ist ein Sterbeprozess, damit hier die Wiedergeburt eingeläutet werden kann. Und das ist so wichtig. Die Selbstliebe, die Aktivierung von deinem höheren Selbst darf jetzt erfolgen, damit eben wirklich eine Wiedergeburt kann erfolgen kann, bis und mit zum neuen Jahr im Januar. Und das ist ein Lernprozess von dir über den gesamten Herbst hinweg. Ja, meine Liebe, das war es, dein Bewusstsein-Unbewusstsein-Orakel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich sehr über einen Like oder auch über Kommentare. Lass mich gerne wissen, mit was du Resonanz gehabt hast. Und ich freue mich, dich zum nächsten Orakel wieder mit dabei zu haben. Bis dann, tschüss!